da war bei Flüssig. Nee, bei Maschinen. Da. Ja, bauen wir 3 davon. Und dann gucken wir weiter. Wir werden hier sehr viele davon brauchen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur von 1400 auf 1600 erhitzen müssen. Wir müssen ja auch gleich noch mehr Lava mit erhitzen, die dann später von 1600 auf 1800, auf 2000, auf was weiß ich, hoch erhitzt wird. Aber wir haben hier noch ein bisschen Platz, das sollte hinhauen. Du bitte dahin, das heißt, du musst da auch weg. Du musst da hoch. Und der Rest ist erstmal egal. So, wie kriegen wir jetzt die Lava am besten verteilt? Einfach. Erstmal brauche ich normale Rohre mal wieder. Wir haben fast keine normalen Rohre mehr. Da runter, da hoch. So, ne? Ja, und auf der anderen Seite genau andersrum. So, so. So, so. Da unterirdisch dahin. Mal wieder nicht besonders viel Platz für Pumpen. Und auch nicht so viele Durchgehmöglichkeiten. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Ja, hier staut sich jetzt auch schon die Lava. Die würde verloren gehen, wenn ich jetzt irgendwas umbaue. Da können wir eine Pumpe reinbauen. Das müsste dann gleich eine super MK 10.000 Pumpe sein. So, und hier kommt dann sowohl Stein als auch Kohle an und saugt sich das denn hier rein. Du erhitzt das bitte mal auf 1600. So, du das auf... So, das abkühlen. Ja, nee, wollen wir nicht. So, 1600. Dann braucht ihr noch Ärmchen. Und zwar eigentlich wahrscheinlich die schnellen Ärmchen. Aber da haben wir keine blauen Chips für. Allgemein haben wir viel zu wenig Eisen. Ich muss erstmal wieder Eisen klauen gehen. Genau. Da machen wir ein paar Ärmchen. Und weil danach das Inventar nichts zu tun hat, baust du bitte neue grüne Chips. Draht und so hatten wir. Wo ist der Draht geblieben? Ich hätte schwören können, wir hätten sich dann Draht vorbereitet gehabt, aber okay. Genau, mach mal das da und danach machst du bitte da einfach ganz, ganz viel Draht. So. Du bist für Erz, du da oben bist für Stein. Das könnte man später hier mit einem Splitter lösen. Ich überlege gerade, wie ich das mache, wenn ich das Ganze jetzt nach da weiter ausbaue. Dann müssten wir das Ganze weiter nach da legen. Ja, ist okay. Das heißt, wir schließen jetzt das hier schon mal an. Gib hier. So. So. Dich weg. Dich weg, dich da an. So, unbedingt vorher aussortieren von den komischen Krisselsteinen. Gib mir eine große Truhe. Hör auf mit dem doofen Draht. So, große Truhe. Da, denn die intelligenten Ärmchen. Wovon wir ja doch ein paar mehr haben. So. Du filterst bitte. Lauter neues Zeug hier. Iron Chunks und Copper Chunks. Shift rechts, Shift links. So, ihr filtert beide das gleiche aus. Damit da auch ja nichts durchkommt. So, das heißt... Wenn wir jetzt irgendwo Tanks aufbauen würden, um das Metall einzulagern, dann könnten wir jetzt schon mal anfangen mit... Mal wieder kein Stahl. Könnten wir jetzt schon mal anfangen mit dem Testen hier. Lava kommt noch keine an, weil wir keine Kohle haben. Ja, bevor wir hier irgendwas testen, sollte ich Kohle nach oben bringen. Also unser einziges Kohlefeld ist da. Und das ist mini. Schauen wir, wie gut das laufen wird. Kohle, Kohle, Kohle kommt hier. Und das brauchen wir auch hier so lange wie das... Oh, ihr seid leer. Das ist nicht gut. Da, da. Das wird ein Problem. Können wir dich da reinquetschen? Ja.
da und da. Wir brauchen unbedingt rosa Module. Da, ja, 9 Stück ist eigentlich genau richtig. Hat jeder davon einen. Hier, was sagt die Kohlekiste? Wir haben keine Kohlekiste. Wir haben keine Kohlekiste? Doch, da. Ah, na also, sehr schön. Also, das heißt, wir könnten das theoretisch jetzt schon in die andere Richtung schicken. Also ich will ja, dass das ganze Gebiet hier weiterläuft, damit wir weiterhin Eisen haben, um weiterhin forschen zu können und so weiter. Aber die Kohlekiste wird reichen, um das soweit laufen zu lassen. Das heißt, wir können das hier jetzt schon mal umdrehen, dass das hier hingebracht wird. Nur wie am besten. Als erstes machen wir hier jetzt Stopp. Drehen wir das alles um. So. Ja, staut sich das irgendwo? Da hinten, ja. Na, ist auch noch. Ja, ist auch noch ein bisschen Kohle. Sehr schön. Nimm mal das da runter, das da hoch. Wir müssen hier irgendwie durch. Das ist unschön. Können wir so ein super tolles Fließband... haben wir noch gar nicht. Ich wollte ein super tolles Fließband bauen, dass das dann nach da bringt, aber... Also ein hellblaues oder so, das wäre schick. Aber nee, ich muss mir hier Eisen klauen. Oh, oder hier. Da ist schön viel. So, dann bauen wir davon ein paar. So, 6 Module sind schon mal fertig. Die können wir schon mal in die Dinger hier reinhauen. Da. Und da. Und so. Das heißt, wir produzieren jetzt noch mehr Smog. Sind also schon 2 am Schnüffeln. Ja, also ich sollte mich beeilen mit meinem Rumgewusel da, mit der Lava und flüssigem Metall und was weiß ich. Denn wenn das hier zu lange so weiter dümpelt, dann überrennen die uns irgendwann. Das ist nicht schön. Also. Angriff. 18 Türme schießen, aber sie kommen gar nicht erst dran. Also noch sieht es echt mau aus, was die so anstellen, die Gegner. Aber ich traue dem Ganzen nicht. Das ist irgendwie zu ruhig. Nur so kleine sporadische Angriffe. Sind wahrscheinlich noch Medium-Biter oder so. Dann irgendwann, boom, riesige lila Todeskäfer des Todes. Apokalypsen-Zombies. So. So, da sieht es nicht schön aus, aber es muss erstmal hier halten. Da, da, da. Oh. Davon welche bitte. Da runter. Da. Was? Nein, da ist ein Rohr im Weg. So, so. So, so. Das könnte jetzt schon fast hinhauen. So, her mit der Kohle. Hoch, 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 hoch. Wo musst du überhaupt ran? Du musst da oben ran. Das Fließband. Wofür war das Fließband hier da? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich Stein? Ja, kommt hin. Ist jetzt aus. Nichts mehr. Dreh dich mal. Nee, es ist zu... bauen wir jetzt ein paar davon. Es muss ein bisschen weiter noch hoch, weil hier muss ja eigentlich schon ein Ärmchen hin. Dass das Ganze nimmt. Und du hast keinen Strom, ernsthaft? So. Also das Ärmchen nimmt dann gleich die Kohle. Das heißt, wir müssen das von da noch so 1-2 Felder hoch machen und dann darauf bappen. So, rechte Seite Kohle. Das läuft schon mal. Linke Seite Stein läuft noch nicht, weil wir keine Schlacke haben. Ich will jetzt mal testen, ob das mit der Schlacke so weit hinhaut. Das heißt, wir drehen jetzt hier unten das um. So. Das war alles. Jetzt kommt das dreckige Gestein nicht mehr da hinten an, wo es sich eh schon staut. Sondern läuft den langen, langen Weg jetzt nach oben. Dann wird da sauberes Eisen draus gemacht. Das müsste soweit auch alles schon funktionieren. Haben wir ja geplant und so. Ich denke, ich werde aber schon mal ein paar Pumpen setzen. Also einmal eine Pumpe
hier, die die Schlacke schneller aus den Zentrifugen raussaugt. So. Wie viele Pumpen haben wir? Können wir uns noch eine Pumpe leisten? Nein, wir haben keinen Stahl. Die müssen wir uns auch demnächst abholen. Ich denke, ich werde die Dinge, die hier runterführen, alle ein Feld weiter nach vorne setzen. Das kann ich jetzt auch schon mal machen. Alle ein Feld nach vorne setzen, damit ich davor noch eine Pumpe setzen kann. Damit die Pumpe direkt aus der Zentrifuge die Schlacke rauszieht. Also die hier unten müsste theoretisch auch von da ganz hinten was ranziehen. Aber das wird bei weitem nicht so stark sein, wie wenn die Pumpe direkt vor der Haustür ist quasi. Na, und da kommt das erste Erz an. Okay, gucken wir doch mal, ob ich irgendwo Fehler gemacht habe. Also zum einen sehe ich schon mal, hier fehlen Ärmchen. Da fehlt ein Knick. Das sollten wir auch noch kurz machen. Auch wenn ich nicht denke, dass... Oh. Wenn ich nicht denke, dass der Erz ankommt, der war lustig. Oh, Wasser. Ja. Schon mal erster Fauxpas. Wir haben kein Wasser. Wie... Wasser sollte von wo kommen? Da, da, da. Du hast noch gar keinen Wasseranschluss, kann das sein? Jo. Das ist nicht gut. Du bist für Schlacke, du bist für Wasser. Noch ein runter. So. So, jetzt haben wir euch schon mal verbunden, aber ihr habt trotzdem noch kein Wasser. Wo wollte ich Wasser jetzt hinpacken? Oben oder unten? Oben oder unten? Ich glaube unten. Ja. Nee. Ich wollte es eigentlich oben hinpacken. Ich brauche mehr Licht. Du, da, mach Licht. Also ich glaube, ich wollte es oben hier auf einer Halbinsel irgendwo hin tun. Einen richtig großen Block, wo nur Wasser produziert wird. Aber das ist jetzt unpraktisch, weil die Steinproduktion jetzt hier gelandet ist. Und Wasser hätte als Nebenprodukt auch Stein oder Sand. Also hau ich das mal hier hin. Haben wir noch Landfill? Brauchen wir mal Landfill. Da. Macht das hier einigermaßen gerade. So. Ja, sieht schon gut aus. Und flop. So. Strom haben wir nichts mehr. Keine Electric Poles. Aber ich brauche doch jetzt nur ein bisschen Wasser. Aber ich habe auch keine ordentlichen Pumpen. Ich habe nur so eine Billigpumpe. Okay, Billigpumpe. Dann brauchen wir auch eine Fabrik, die daraus sauberes Wasser macht. Wir brauchen vorher Tanks und nee, das kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle machen. Okay, also wir schaffen uns erstmal Ressourcen. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen noch mehr Stahl, noch mehr Stahl, noch mehr Stahl. Okay, dann brauchen wir Eisenplatten direkt für die Tanks und für noch mehr Stahl. So, 400 Stahl und Eisenplatten und gib mir die Rohre auch noch und die unterirdischen Rohre und Stein. Was? Nein, Stein brauchen wir nicht. Da erstmal, ist okay. Mauern. Oh, gib mir mal die Mauern, die könnte ich bestimmt noch gebrauchen. So. Ja, genau. Richtig schöne, schnelle Pumpe. Dann hätte ich noch einen richtig schönen großen Tank oder zwei. Dann war es das eigentlich schon, ne? Also wir pumpen das dreckige Wasser raus. Wir lagern das dreckige Wasser ein. Wir pumpen das dreckige Wasser in eine Fabrik. Die macht daraus sauberes Wasser. Danach landet es wieder in einem Tank. Und ich brauche ganz viele davon. Damit ich mich hier nicht verbaue. So, so. Genau, dreckiges Wasser kommt raus, dreckiges Wasser kommt direkt in einen Tank oder zwei. Muss da irgendwas zwischen? Ich glaube nicht. Also ich wüsste nicht, warum. So, Dreckwasser. Wo ist so zwei Tanks? Das ist eine gute Frage. Ein Dreckwassertank müsste eigentlich reichen. Eigentlich würde sogar ein MK1-Tank reichen. Es geht nur darum, dass immer genug
davon vorhanden sein muss. Also für einen Schwung. Es würde reichen, einen Tank mit 10 Wasser oder so.